Die Acrylmalerei stellte für mich die Weiche hin zu einer innovativen Art der Kunst. Ich nannte sie Vivid Liquids. 2015 riss ich mir die Atemschutzmaske vom Gesicht, atmete tief ein und ich griff zum Pinsel. Begeistert gab ich mich der Abstraktion hin. Anders als bei meinen riesigen Graffiti-Wandgemälden, für dessen Fertigstellung ich zum Teil Wochen benötigte, malte ich nun expressiv wie in einer Art Trance. Statt meine Werke akribisch zu planen, ließ ich mich hier impulsiv aus meiner kreativen Intuition leiten. Mein innewohnender künstlerischer Instinkt führte mich an, immer neue Techniken und Farbzusammenstellungen zu erproben, wobei hunderte farbenfrohe kleinformatige Werke entstanden. An einem Tag entstanden mehrere Bilder und es prägte sich jedes Mal ein tageseigener Stil heraus, den ich am nächsten Tag nicht zu wiederholen vermochte. Die Abstraktion nahm Fahrt auf, meine Pinselschwünge wurden wilder und ich nahm mehr und mehr Wasser hinzu, bis plötzlich etwas Erstaunliches passierte.